Herr Professor Berg, was bedeutet sekundäre Verwendung klinischer Daten für den Alltag im Krankenhaus? Dass man Daten, die in sogenannten primären Informationssystemen schon eingegeben wurden, also Systeme, die für die Behandlung genutzt werden, Krankenhausinformationssysteme oder Praxissysteme, weiterverwendet für andere Zwecke, die nicht der ursprüngliche Zweck der Krankenversorgung sind. Heißt zum Beispiel klinische Forschung für die Qualitätssicherung oder für Public Health Studien und Analysen. Das sind so die drei Hauptszenarien, die immer wieder genannt werden an der Ecke. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich diese Daten entsprechend für nutzbar machen kann. Die beiden Hauptanforderungen, die ich generell immer habe, sind zum einen, dass die Daten strukturiert sind, weil für die Weiterverwertung heißt es oft, dass ich sie Computer verarbeiten muss. Und Computerverarbeitung geht in der Regel eben nur, wenn die Daten strukturiert sind oder idealerweise auch noch normiert sind, das heißt, wenn sie mit einer bestimmten Terminologie versehen sind. Das heißt, ich weiß genau, wie zum Beispiel in der ECD, der Liste der Diagnosen, das ist eine Diagnose, die hat die und die Nummer und die kann ich dann auch von einer Maschine bearbeiten und lesen und verstehen lassen. Das sind die beiden Hauptvoraussetzungen, die ich heute eigentlich brauche im Rahmen der klinischen Systeme, um die Secondary Use, also die Zweitverwendungsszenarien zu unterstützen. Wo sehen Sie die nächsten Schritte in der Realisierung und welche Vorteile hat ein Klinikum davon? Ganz entscheidende Vorteile gibt es für uns eigentlich in zwei Hauptdomänen. Also als Klinikum sind wir ja weniger an Public Health primär interessiert. Das ist ja eigentlich die Aufgabe anderer Stellen. Die beiden Bereiche, die uns ganz, ganz stark interessieren, ist natürlich im Vordergrund die Qualitätssicherung, die Sicherheit der Patienten, die man zum Beispiel über die Einbindung von Arzneimittelwechselwirkungscheck-Systemen oder Systeme, die wiederum die Arzneimittel gegen Laborwerte abgleichen, nachgewiesenermaßen in der medizinischen Literatur deutlich erhöhen kann. Und diese Systeme möglichst nahtlos in die Primärsysteme einzubinden, das ist ein ganz wesentlicher Teil von dem, was wir erreichen möchten, eben um unseren Patienten eine noch bessere Behandlung in Heidelberg zu ermöglichen. Zweiter Punkt, als Universitätsklinikum, als großes, stark forschungsorientiertes Universitätsklinikum, sind wir natürlich auch daran interessiert, unsere Forschung schneller, effizienter und dynamischer zu gestalten. Und da können vorhandene Datenbestände, dass man sagt ja heute auch, Daten oder Wissen ist sozusagen das Gold der Zukunft, ganz entscheidend zu beitragen, um uns da in eine bessere Marktposition zu bringen. Wobei nochmal die Voraussetzung für uns immer standardisiert. Also wir wollen das nicht nur für uns machen, sondern wirklich in nachvollziehbarer, übergreifbarer Form, damit wir auch zukunftsorientiert sind. Was tut sich im Hinblick auf Standards in diesem Kontext? Es gibt international eigentlich nur eine Standardisierungsinitiative, die an der Ecke wirklich umfassend was zu bieten hat. Das ist die IHE, Integrating the Healthcare Enterprise, die in diesem Bereich speziell eine extra Domäne geschaffen hat. Die nennt sich Quality, Research and Public Health. Also die drei Themen, die wir eben auch angesprochen haben, finden sich da an dem Namen schon wieder. Und innerhalb dieser Domäne sind eine Reihe Profile definiert, die auch die Inhalte, aber auch die Austauschwege definieren für diese Systeme. Und von dem wir glauben, dass das zu einer wesentlichen Erleichterung und Transparenz an der Ecke uns helfen wird.